Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Dirt Rally. Es geht weiter am Frauenberg. Schreckenlänge 11,6 Kilometer lang. Unterschiedliche Höhenlang minus 97 Meter. Asphalt 56%, Beton 42%, Kopfsteinpflaster 2%. Aktuelle Position 1. in 6 Minuten und 28 Sekunden. Mal schauen, ob wir diesen ersten Platz verteidigen können. Einer hat geschrieben, ich soll leiser, ich soll nicht so viel kommentieren. Dann kann man mir besser mitfiebern. Das können auch mal andere gerne in die Kommentare schreiben, wie sie das so sehen. Gut, wenn ich weniger kommentiere, dann geht das natürlich zugunsten des Fahrens. Wir können unser Fahrzeug wieder reparieren und mein armer Kühler, der muss wieder ordentlich leiden hier. Machen wir mal den Motor voll, die Reifen sowieso voll. Dann Getriebe, machen wir es mal als 95, das sollte funktionieren, jawohl. Dann den Turbo, den könnte ich auch noch gut gebrauchen. Dann, ja, die Bremsen sowieso. Karosserie, man weiß ja nie, falls nochmal Nacht und die Radaufhängung. Ha, geht nicht ganz, aber das geht. Oh, Zeit sehr gut ausgenutzt. Ich muss nochmal ganz kurz auf den Zwischenstand schauen. 4 Sekunden Vorsprung. Das müssen wir verteidigen. 4, 3, 2, 1. Vorsicht. 200 über Kreuzung. Links 5. Links 5, nicht schneiden über Kreuzung. 100. Boah, ganz der Fischgeil mitgenommen. Links 6 über Kuppe, innen halten. 150 durch 6, Kuppe über Kreuzung. Vorsicht, wieder Sprung über Kreuzung. 80, über Kreuzung. Rechts 6, 100. Kuppe und Kuppe. 80, bremsen, rechts 1, nicht schneiden. Und da schätze ich die Bremse wieder. Zehn Sekunden, okay. Ja, das war eine lange Etappe. Wollen wir weiter ausbauen oder nicht? Kuppe sofort links 5. Rechts 4 durch Senke, nicht schneiden, fängt 6. 80 Kuppe. Rechts 5. Links 6. 80 Bremsen, 90 Grad rechts, 12, 40 über Kreuzung. Och Gottchen, ey. Das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Links 1 lang, schneiden, 60. Rechts 5 lang, 100 durch Senke. Lang. Und links 1 nicht schneiden, macht auf, 100. Achtung, enge Schikane, 1 lang rechts, 150. Auf jeden Fall Zeit verloren, und das war auch nicht gut. Ja. Lang. Noch mal was verloren.
rechts 5, bei 100. Achtung, links 5 fängt nach außen. Mittig halten, am Ausgang. Überkreuzung, 80. Ich sehe die 5 nicht, wusste ich. Das ist doch die hier. Auch Zeit gekostet. Rechts 6, nicht schneiden, 80. Welle, Senke, rechts 3, langsam. Nicht schneiden, Überkreuzung. Links 6, Überkreuzung, nicht schneiden. Senke. Rechts 5, 60, Überkreuzung, 80, Pumpe. Links 2, nicht schneiden. 100. Achtung, Bremse, Kehre rechts, nicht schneiden. Wieder ausgebaut. Das Auto einmal bitte rumbekommen. Wow! Über Kuppe! Langsam durch Tor. Ach, verdammt! Ach, das ist wieder der Teil, okay, wo ich meine Probleme habe. Achtung, kehre links bergab. Scharf rechts bergab. Links 6, 8. Rechts 6, 8. Vorsicht! Rechts 4, Felsen am Ausgang. Links 5, 100, durch 6. Achtung, und bergab. Okay, noch was verloren, aber es geht noch. Wo täuschten die? Das war in Ordnung. Komm, jetzt gleich links 4. Oh, was war denn das? Was war das jetzt? Was war das? Ja, das Auto da irritiert. So dermaßen. Warum steht da ein Auto? Das habe ich schon wie ein Reifenschaden. Ich glaube, dass ich jetzt... Wenden. Wenden. Boah, ja, jetzt schmeiß ich das wieder weg hier, ey. Mann. Ja, aber ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Das muss nicht sein. Oh, ich mag diesen letzten Teil hier beim Waldabstieg einfach nicht. Ich weiß das. Oh, 5 Sekunden. Das war so unnötig zum Schluss. So unnötig. Aber eine Sekunde nur. Aber es regt mich so oft, dann wendet der einfach nicht. Dann drückst du Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Der dreht nicht rum. Weil du hinten rechts einen Reifenschaden hast. Okay, egal. Verbundsring, Streckenlänge 5,8 Kilometer, Unterschied in Höhenlagen bloß 10 Meter, Asphalt 41% Beton, 56% Kopfsteinpflaster, 3%, aktuelle Position 2, dahin 12 Minuten 57 Sekunden. Ich muss dazu sagen, es ist eigentlich wurscht, ob ich Erster oder Zweiter werde, fällt mir mal gerade so ein. 4, 3, 2, 1, Vorsicht, links 6, 80 durch 6. Aber wir haben einen Reifenschaden, das ist das Schlimmste eigentlich. Wo war jetzt die... Wo war denn jetzt da die 6? Rechts halten, über Kuppe. Links 1, nicht schneiden. Kuppe, scharf rechts, nicht senke, nicht schneiden. Vorsicht, rechts 4, lang, sofort 90 Grad, links, nicht schneiden. Links 6. Rechts 5, nicht schneiden. Oh, sehr dunkel hier. Das waren jetzt für mich kein 130. Rechts 1 nicht schneiden. 100 durch Senke. Sorry, wenn ich mich da wieder aufgeregt habe, aber das wurmt mich dann selber so dermaßen, diese eine Stelle zum Schluss. Achtung, rechts 4 lang. Sofort 90 Grad links nicht schneiden. Hinfallen, Felsen am Ausgang. Mein Gott, dieses auch einfach. Ich finde das so eine späte Ansage. Er sagt rechts 4 und dann sofort. Sofort in Kehre links. Was soll ich denn da noch reagieren? Das muss in einem Rutsch eigentlich sagen. Weil genau dann passieren diese Fahrfehler durch diese späte Ansagen. Also wenn ihr da... Ich habe schon überlegt, ob ich das nochmal früher ansage, aber manche sagen es einfach perfekt.
Und manche sind einfach viel zu spät. Ja, und die eine gehört wie in meinen Augen wieder mal dazu. Trotzdem ausgebaut, okay. Wieder Zeit verloren. Ne, gewonnen. Oh, hier muss man aufpassen. Wenn man die rechts verpasst, drückt die dir eine Strafe rein, weil er denkt, du kürzt dann ab. Das ist ganz tricky. Das war früher auch keine 6. Jetzt mal sagen können, dass sie lang ist. Weil ich bin ja schon auf Halbgas die ganze Zeit durchgefahren. Er hat es gesagt und ich habe es nicht wahrgenommen. Bei links 5, da kannst du Halbgas teilweise mit dem Wagen echt durchfahren. Okay, 13 Sekunden Vorsprung. Das war wieder eine Etappe, die nach Plan verlief. Keine großen Fehler drin und wir nehmen 13 Sekunden dafür auch einfach mit. Und dann haben wir wieder 11 Sekunden Vorsprung. Also ein Eventsieg wäre jetzt nicht nochmal schlecht zum Schluss. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft.